nein, ihr habt ein wichtiges Set vergessen. Und zwar das Autogestaltungsset. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal eine Alternative zu Slot Car Racing vorstellen oder zu Anki Overdrive zum Beispiel. Und zwar handelt es sich um Maxtrack Tracer Racers. Das Besondere an diesem Set ist, ihr könnt nachts spielen und es gibt so eine ganz coole Leuchtspur. Naja, das ist jetzt nicht das Coolste, aber ihr könnt zu zweit spielen. Man kann einen Rundenzähler kaufen und ein Finish-Gate. Die Autos sehen zudem auch nochmal stylisch aus, nicht 0815 waren, wobei hier schon ja, aber man kann auch ein Set mit einem Camaro oder mit einem Ford Mustang kaufen. Und wem das nicht reichen sollte, der kann die Autos sogar selbst gestalten mit diesem Body Shop Suit. Wenn das nicht mal crazy ist, das Ganze ist RC gesteuert, also mit einem kleinen Regler. Und ja, es gibt eigentlich noch ein paar Sachen dazu zu erzählen, aber ich will euch nicht langweilen. Packen wir zunächst einmal ein Set aus oder mehrere. Bis gleich. Ich habe eine kleine Teststrecke aufgebaut. So sieht sie aus. Ganz schlicht und ganz einfach. Einfach im Kreis. Hier ist ein kleiner Rundenzähler. Hier. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal einen kleinen Test. Ja, Freunde, eben im Eifer des Gefechtes habe ich ein ganz kleines Teil vergessen. Und zwar, hier habt ihr nochmal so ein Bodypainting-Set. Hier könnt ihr das alles anmalen. Ein kleiner Farbeimer wurde auch mitgeliefert. Und natürlich die Räder. Während ihr hier bei diesem Set alles selber gestalten könnt. Hier haben wir nämlich zum Beispiel so eine kleine Form mitgeliefert bekommen. Und so eine Art Gips. Also, da könnt ihr es richtig selber mit erstellen. Hier haben wir das Auto und so sieht die Fernbedienung aus. Ihr müsst einfach nur das Auto nachher hier unten anmachen. Und wie man sehen kann, es fängt schon an zu blinken und die Fernbedienung anmachen. Das Ganze ist mit Infrarot verbunden, sodass ihr einfach nur rauf zielen müsst und da zielen könnt. Und jetzt seht ihr auch schon, es fängt oben an zu blinken. Cooler Muster. Hier unten befinden sich zwei Leuchtdioden, damit die Bahn bestrahlt wird und das Ganze nachher im Dunkeln leuchtet. Achso, aufgeladen werden die Wagen, indem ihr einfach diesen kleinen Stecker nimmt und unten reindrückt. Jetzt müssen wir nur noch auf Charge klicken und das Ganze dauert 10 Minuten ungefähr. Dann zeige ich euch mal das nächste coole Teil. Und zwar handelt es sich um ein Finish Gate. Das Ganze wird hier angemacht und kann man auch ganz mit den Sets ganz normal verbinden. Und so funktioniert das. Das Auto, was zuerst durchfährt, hat gewonnen, sozusagen. Beim zweiten funktioniert es nicht. Er löscht nach ein paar Sekunden. Nach ein paar Sekunden. Mach mich jetzt nicht schwach. Guck. So, und das Ganze wieder von vorne. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert für beide Fahrzeuge. Das Ganze mache ich dann mal aus. Und dann kommt der sogenannte Rundenzähler. Der ist richtig cool. So. Kommen so kleine Knopfzellen rein. Wenn ihr das Set kaufen solltet, sind sie schon bereits enthalten. Das war schon mal ganz cool, wie ich fand. So sieht das Ganze aus. Hier oben befindet sich der Knopf. Den drückt ihr dann einmal. Dann fängt er an, runter zu zählen. Und jetzt steht Go. Jetzt könnt ihr theoretisch loslegen.
So funktioniert das Ganze einfach zwischenstecken und die Autos, die immer durchfahren, die werden anhand eines Lichtsensors gemessen. Ihr könnt natürlich auch schummeln, aber wer möchte das schon? So, bis 999 geht der Counter. So, das Ganze könnt ihr hier oben wieder ausmachen oder auf Reset drücken. Ausmachen ist lange gedrückt, Reset ist einmal drauf drücken. So, klack, ausgemacht. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Ein cooles Feature ist noch, ihr könnt das sogar auf dem Fußboden spielen. Also ihr braucht nicht unbedingt die Bahn. Und ihr könnt vorwärts und rückwärts fahren. Die sind recht zügig unterwegs. Nur schade ist, dass man bei der Polizei das nur so ist, dass man, wenn man fährt, dass die leuchten, leuchten. Naja, es gibt Schlimmeres. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir mal das Polizeiset mit der Sprungschanze auf und dem Lawnchanger. Lawnchanger ist auch noch eine interessante Geschichte. Ihr könnt nämlich, so ist es ja langweilig, immer um Kreis zu fahren. Ihr könnt nämlich mit dem Lawnchanger auf die andere Spur wechseln. Aber dummerweise hat die Sache auch einen Haken. Ihr bräuchtet zwei, sonst nützt euch nämlich der Counter. Nämlich nichts. Weil, wenn der Wagen auf der anderen Strecke fahren sollte, kann man ja nicht mehr nachher nachvollziehen, wer gewinnt und wer verliert. Logische Sache. Was ausprobiert, vier Fahrzeuge, vier Bahnen. Das Problem allerdings ist nachher in der Kurve. Hier passt es leider dann nicht mehr so perfekt zusammen. Also man kann quasi nur zwei Bahnen machen. Ja Freunde, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal das Finish geht noch mal ein bisschen genauer an. Das ist so eine Art Ziellinie. Derjenige, der als erstes hier gegenfährt, hat gewonnen. Zwei Fahrzeuge,
und einmal Start. Und wie ihr sehen könnt, es leuchtet sogar auf. Beim nächsten Spieler, würde es nicht aufleuchten. Die Leuchte erlischt nach ein paar Sekunden und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und hier befinden wir uns bei meinem kleinen Fuhrpark. Der ist von Hot Wheels. Den kann man übrigens auch benutzen. Der sieht auch klassisch aus. Dann hier natürlich der Polizeiwagen, der Ford Mustang. Keine Frage, richtig cool. Dann natürlich hier der Moment. Das ist der Camaro. Sieht auch nicht schlecht aus. Und eben halt die zwei klassischen Modelle. Cool. Verdammt, jetzt liegen hier überall diese Streckenteile von Max Trax rum. Egal, kommen wir zu meinem kleinen Fazit. Also ich bin voll und ganz von den Sets durchaus positiv überrascht. Das Besondere ist, ihr könnt die auch mit Hot Wheels kombinieren. Und die Streckenteile sind auch sehr elastisch. Das Einzige vom Preislichen her ist, tut ein bisschen weh. EB England würde ich mal ab und zu aufsuchen, wenn ihr da mal Interesse haben solltet. Was gibt es noch zu erzählen? Also ihr könnt ja die Streckenteile verwenden, die Autos passen auch rein. Ich mache nochmal einen kleinen Vergleichstest demnächst oder ein paar Tage später. Und ansonsten kann ich das wärmstens empfehlen für jedermann. Und man kann auch tausende von Streckenarten kombinieren. Ja, dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen, super genialen Video von Tiny Toons.